Ja, guten Tag, ich bin der Herr Schröder. Ich darf Ihnen die MOFA-Ausbildung vorstellen. Wir haben an dieser Schule eine MOFA-Ausbildung. Das heißt, im Rahmen des GA-Kurses, gemeinsam ankommen, AG-Bereich, haben wir die Möglichkeit, den Kindern halbjährlich die Grundlagen zu vermitteln fürs MOFA-Fahren und sie vorzubereiten auf die MOFA-Prüfung, die dann beim TÜV stattfindet. Wenn die Kinder bis etwas nach dem Prüfungstermin 15 Jahre alt werden oder schon 15 sind, können Sie sich bei uns anmelden dafür, für den GA-Kurs. Wir haben eine Teilnehmerbeschränkung von 18 Kindern. Dann wird hier im Rahmen des Unterrichts Theorieunterricht gemacht, dass wir den Kindern beibringen, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten haben, wie die Verkehrsregeln sind, welche Verkehrszeichen es gibt und was so alles wichtig ist zu wissen, damit man die Prüfung bestehen kann. Und wir machen natürlich auch ein bisschen praktische Ausbildung an den Mofas. Dazu haben wir zum einen hier dieses schöne neue Mofa, was uns die Kfz-Innung des Kreises Siegen-Wittgenstein zur Verfügung gestellt hat. Zum anderen auch noch einige Automatik-Mofas ältere und einige Schalt-Mofas zum Üben. Und wenn man da mal hier rüber geht, auf den Parcours guckt, im Endeffekt, nachdem die Kinder anfahren, bremsen und die wichtigen Sachen geübt haben, werden die dann einen Parcours auch fahren und üben, wo es mit geradeausfahren, Kreiselfahren, Achtfahren, Schrägbrett, Spurwechsel, Slalom und Bremsen rangeht und das immer wieder durchfahren wird, damit die Kinder auch sicher werden beim Fahren. Ja, das soweit. Gut.